Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei Gesund und Fit in Alanya. Ich bin der Peter. Wir sind jetzt gerade ein bisschen unterwegs mit der kleinen Ratte hier. Unseren Morgenspaziergang. Und das ist die Aussicht heute. Schöner blauer Himmel, Sonnenschein. Und mehr geht, glaube ich, nicht. Ja, das ist unser Weg Richtung nach Hause. Ganz da oben sind wir. Wir fahren dann immer vorbei hier an diesen Bananenplantagen. Mit diesem Ausblick. Das ist irgendwas schon sensationell cool. Da unten sehen wir das Utopia World mit das größte hier in der Gegend. Aber seit 2 Wochen komplett Schicht im Schacht. Feierabend für dieses Jahr. Aufgrund der ganzen Geschichte, die uns gerade umgibt. Für uns kein Ding. Wir sind hier oben glücklich und zufrieden, können uns hier frei bewegen. Vorbei in diesen Mega-Felsen. Drunter jeden Platz ein bisschen ausgenutzt. Haben wir da einfach Bananenplantagen reingemacht. Wenn wir hier rüber gehen, einfach mal so den Blick von oben erhaschen. Bananen, 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 soweit das Auge reicht. Da unten die mega große Baustelle. Da hinten geht es dann entlang. Im Hintergrund Mammutlar, Kestel bis ganz nach hinten zum Burgberg Alanya. Ja, und wir machen es uns jetzt ein bisschen gemütlich heute. Der große kleine Mann hat uns ja mal wieder ein bisschen weggesperrt. Für uns aber kein Problem. Hier oben können wir uns frei bewegen und sollte man sehen, dass jemand kommt, einfach zack in die Büsche und dann hat sich's, lassen wir die einfach vorbeifahren und alles ist gut. Wie man hört, hört man nicht viel, vereinzelt mal ein Auto, so LKW-Verkehr, der funktioniert noch. Alles andere komplett zu Hause bleiben. Nur das Nötigste darf gemacht werden. Jetzt müssen wir schön gucken. Da kommt jemand von oben runter gefahren, dass der ein bisschen langsamer an uns vorbeifährt einfach. Ja, das ist hier so ein bisschen die Aussichtsplattform für viele Leute, die dann abends immer hier sitzen, den Sonnenuntergang genießen. Und ich würde sagen, so schlecht ist die Aussicht doch definitiv nicht. Ja, und das ist unser Nachhauseweg. Wie gesagt, schön eingebettet hier an den ganzen Bananenplantagen vorbei. Ein bisschen Bäumchen am Wegesrand. Und einfach diese Mega-Aussicht. Also ich finde es immer total cool, wenn du irgendwie aus dem Städtle kommst und dann da unten zwischen den großen Bauten dann von der Hauptstraße abbiegst. Das ist wie wenn mir einer immer das Stecker rauszieht. Da werde ich dann ganz ruhig, ganz gechillt. Macht einfach die ganze Umgebung hier, dich einfach komplett runterkommen lässt und dir einfach wieder deine innere Ruhe gibt. Ja, mittlerweile stelle ich das schon so fest. Einkaufen ist zwar ganz schön, ganz gut, weil es sein muss, aber ich verbringe dann lieber meine Zeit hier oben und ja, tanke da einfach wieder Energie, lade wieder meine Akkus auf, weil mir das ja immer wichtiger wird, die Zeit einfach sinnvoll zu nutzen,
nicht einfach verschwenden mit sinnlosen Leuten, mit sinnlosen Sachen, mit sinnlosen Themen. Einfach mit dem beschäftigen, was dir selber wichtig ist. Das ist viel wichtiger wie alles andere. Zeit ist für mich wirklich das kostbarste Gut und die kann ich hier oben sehr gut verbringen mit den richtigen Leuten um uns herum. Es sind nur relativ wenig Leute, die hier oben wohnen, aber das sind alle ganz cool, ganz gechillt. Und ja, man muss es, glaube ich, mal selbst erlebt haben. Diese Ruhe hier oben, die gibt da einfach wieder die Energie, die du einfach da unten durch den ganzen Stress wieder ein bisschen abgibst. Und hier oben kannst du wirklich deine Akkus wieder komplett aufladen. Wie gesagt, die Aussichten hier einfach traumhaft. Mega blauer Himmel, da hinten gibt es jetzt ein paar Wölkchen. Und dann guckst du runter auf das Meer. Schön vermischt, warm, kalt. Man sieht es ja immer hell dunkel. Ist schon ganz cool. Hier vorbei in eine Bananenplantage. Hier entlang, da oben, wird jetzt wieder ein bisschen was hingerichtet. Da kommen dann auch dementsprechend noch Bananen hin. Hier auf der Seite haben sie jetzt auch vorbereitet. Auch da werden dementsprechend wieder Bananenplantagen errichtet. Das soll hier anscheinend eine richtig große Community sein, die das hier alles gepachtet hat. Und zwei Leute, die das anscheinend bewirtschaften, habe ich jetzt von unserem Nachbar erfahren. Ja, schon cool, man sieht so hier die blaue Säcke. Das ist nichts Tragisches, das ist einfach wie so eine Art Gewächshaus außenrum. Und man sieht so immer wieder, hier der ewige Kreislauf. Eine ist weg, die nächsten wachsen wieder hinterher. Total genial. Einfach mega cool. Hier. Einfach Natur pur. Genau das, was wir gesucht haben, das haben wir hier oben jetzt gefunden. Und ich denke mal, das wird unser ewiger Standort bleiben hier oben. Weil es dir einfach genau das gibt, was du brauchst. Einfach deine Ruhe, zum dich einfach wieder erden, deinen Akku wieder voll machen und diese Aussicht zu genießen. Nelly, komm! Ja, das ist jetzt mal so ein bisschen was aus dem Umfeld, dass man mal mitkriegt, wo wir uns jetzt rumtreiben. Wie gesagt, hier oben. Man hört so gut wie nichts. Auch wenn unten wieder alles so weit offen ist, ist hier oben trotzdem angenehm, ruhig. Eine ganz gechillte Atmosphäre. Und das ist genau das, was wir gesucht haben. Da vorne die sind wir vorher schon entgegengekommen beim Runterlaufen. Die haben sich auch ein bisschen ausgeklinkt. Laufen jetzt hier oben spazieren, hier hinten entlang geht es dann raus. Da gibt es ein neues Stück Bananenplantage, ist mega groß, es geht bis ganz vor den Abhang, bevor es dann runter geht an der Straße, wo wir gestartet sind. Wenn wir uns dann rüber drehen, dieser Ausblick auf die Berge. Momentan noch alles schneefrei, aber das wird sich, glaube ich, auch bald ändern. Absolut genial. Ich finde das so mega hier oben. Genau das, was wir eigentlich gesucht haben, haben wir hier oben jetzt gefunden. Mitten in der Natur. Schöne Ruhe. Du läufst hier dran vorbei, siehst, wie alles wächst und gedeiht. Man sieht ja hier die mega Bananenblüten
unten dran und unter dem Säckle versteckt. Die Bananen ist einfach durch einen Temperaturunterschied tags zu nachts, dass denen einfach nichts passiert und dass sie trotzdem noch abgeerntet werden können. Das bisschen Plastik, das reicht aus, dass die Temperatur einfach ein bisschen stabiler bleibt, nicht so weit absinkt, dass sie trotzdem wachsen und gedeihen. Also schon mega cool, was man hier so alles mitkriegt. Man sieht ja hier, die ist sogar noch offen. Blüte. Kleine Bananen. Die sind auch relativ unterschiedlich, von groß und klein. Aber die Vielfalt macht es hier wirklich aus. So, und jetzt sind wir gleich da oben angekommen. Das ist dann das Fleckchen Erde, das wir uns als neuen Standort rausgesucht haben. Und das ist mega cool hier oben. Vor allem die Aussicht. Gibt es nichts Schöneres hier, definitiv. Das ist unser Nachbar. Hallo. Hier und unser guter Freund. Nebendran ein Däne. Hier. Und jemand aus Deutschland, der leider gerade nicht da ist. Und der hat dann diese Aussicht aus seinem Haus. Einmal hier Richtung Stadt, vor Richtung Meer. Wirklich wunderbar. Nelly, komm! So, jetzt gehen wir hier eine Straße entlang. Ihr seht, allzu viel ist hier nicht mehr. Aber das passt ja auch. Es sind ein paar Wellen. Die sind soweit alle belegt. Die hier, die steht schon die ganze Zeit. Hier wird was Neues errichtet. Diesen Platz, da kommt noch mal eine rein. Sind relativ groß, sind um die 500-600 Quadratmeter, glaube ich, hier. Da lässt sich was Schönes hingestalten. Wie gesagt, dieser Ausblick auf die Berge ist echt sensationell. Diese hier entlang und da dahinter. Da kommen jetzt auch noch mal zwei Stück hin. Wenn wir dann hier diesen Weg hochgehen, zoomen wir mal ein bisschen hin. Da geht es dann da oben Richtung Wald. Da werden wir dann auch mal ein Video machen vom Waldspaziergang. Ist mega cool. Vor allem die Ruhe da oben und vor allem die Luft. Ist eine ganz andere Qualität. So, und jetzt sind wir an unserer Abfahrt angekommen. Hier geht es jetzt runter zu unserem Villen. Wird mir jetzt mal gemütlich runterlaufen. Ist zwar ein bisschen steil, aber gutes Cardio-Training. Definitiv rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Wenn du gemütlich runterfährst und dann diesen Ausblick hast, das ist schon mega cool. Die Villen hier, die sind echt riesengroß. Das sind 4 Stück. So, machen wir mal ein bisschen weg, ein bisschen Weitsicht, dass man einfach mal sieht. Also das sind echt mega. Ich weiß nicht, was die im Quadratmeter haben, bestimmt 500-600 Wohnflächen. Echt krass. Ob man das jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ja, wer es großzügig mag,
Der ist bei sowas hier definitiv gut aufgehoben. So, wenn wir jetzt hier rechts abbiegen, da geht es dann rüber zu unseren Wellen. Seht ihr dahinter unseren weißen Flitzer rumstehen? Das ist unsere, wo wir jetzt wohnen. Hier sieht man sie auch nochmal so, wie mega groß die einfach sind. Das ist echt gigantisch. Soll wohl anscheinend im deutschen Pärchen gehören, die aber noch eine Wohnung unten haben. Aber der Mensch anscheinend gerade ein bisschen krank. Und ja, wir wünschen ihm mal eine gute Besserung. Wie gesagt, diese Aussicht hier ist echt schon mega gigantisch. Wenn wir uns da herstellen, kann schon hier wirklich runter gucken. Richtung Stadt ist schon gigantisch cool. Okay, dann würde ich sagen, war das jetzt für heute mit dem Video von unserer Umgebung, wo wir wohnen. Einfach mal, dass ihr ein bisschen einen Einblick kriegt. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne Daumen nach oben. Abo ganz cool. Am besten gleich Glocke mitdrücken, dann werdet ihr immer informiert, sobald ein neues Video wieder am Start ist. Irgendwelche Fragen, Anregungen, haut es einfach unten in den Kommentarbereich. Wenn es passt, wird man drauf eingehen. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag heute. Recht herzlichen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin dann. Ciao, ciao und Peace.